und damit seid gewusst, meine lieben Zwerge, genommen haben wir und ändern uns zu einem neuen Part. Super Mario Party mit dem Zwergentoast. Ein neuer Part. Nein, ich möchte es nicht verlassen. So, ich bin heute Buhu. Ich bin in Buhu. Daisy und Rosalina sind dabei und mein lieber Shy Guy. Ja. Weiter geht's heute in nähere Party. Hier, genau hier. Partnerparty und ich habe es schon bewusst so gewählt. Heute geht's in die Goldrauschmine. 10 Runden wird reichen. Auf geht's. Goldrauschmine. Ja, so wollte ich es. Shy Guy und Buhu versus Rosalina und Daisy. Machen wir so. Auf geht's. Start. Na dann, auf die, da sind wir in der Goldrauschmine, im nächsten Kurs, bei der Super Mario Partner Party, Jausens, die Goldrauschmine. Lass uns starten. Ich habe euch schon erwartet, willkommen bei diesem Abenteuer, bei dem euer Teamfähigkeit auf Probe gestellt wird. Die letzte Runde haben wir verloren. Diese Runde werden wir hoffentlich mal gewinnen. Eine Stunde Spielspaß. Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht pausieren können, deshalb. Ja, gut. Spielen wir jetzt eine Stunde lang durch. Ob ich das durchhalte? Naja, komm. Eine Stunde machen wir schnell. Nein, wir sind nicht zum ersten Mal hier. Brauchen die Spielregeln nicht. Beim Spiel im Team ist einiges anders als für Einzelspieler. Sind euch die Regeln klar? Ja, uns sind die Regeln klar. Brauchen wir nicht nochmal durchgehen. Dann lasst uns jetzt abwürfeln, welches Team beginnt. Auswürfeln. Die Würfel beider Teammitglieder werden dabei zusammengezählt. Auf geht's und hops. Eine 5 und eine 4. Na super. Und Team Buhu beginnt. Team Rosalina ist als zweites dran. Na, das sieht doch gut aus. Erste Stern wird platziert von Toadette. Jo, dort drüben wird es platziert. Ja, ich würde eigentlich heute nach dieser Aufnahme noch was weiteres aufnehmen, aber ein anderes Projekt aufnehmen. Aber ja, wenn das jetzt hier eine Stundenaufnahme wird, würde ich darauf mal verzichten. Ist es schon spät genug? Naja, jetzt erstmal Super Mario Party. Mir war nicht ganz bewusst, dass das eine Stunde dauert jetzt, aber gut. Erstmal das, dann sehen wir weiter. Super Mario Party mit Buhu und Shy Guy. Würfeln. Der Buhu-Würfel. Naja, so schlecht ist der gar nicht. Ich nehme den Buhu-Würfel. Na komm, auf geht's. Da gibt's immerhin 7er drauf. Und hops, 7, gleich eine 7 zu Anfang. Sehr nice. 12. So, mal schauen, wie ich das setze. Da. Ja, ich folge dem Shy Guy am besten. Ja, da wollen wir ja auch hin. Gleich zum nächsten Stern. Oh, da sind aber dicht davor. Können wir irgendwo abkürzen? Ich fürchte, nein. So dicht davor. Aber gut. Müssen wir in der nächsten Runde gleich den Schritt machen. Oder Rosalina, Team Rosalina, rückt vor. Was hat ein Shy Guy da gemacht? Der hat doch einen Umweg genommen. Hätte es doch fast schaffen können, oder? Oh. 9, 8, 7, 6, 5. Ach du Schande. Nee, nur 6. Ach du Heiliger. Dann bitte eine niedrige Zahl würfeln, damit sie uns nicht gleich in der ersten Runde den ersten Stern wegschnappt. Jau, 7. Alles klar. Und in der nächsten Runde sind wir dann am Stern. Sehr gut.
Und da haben wir schon ordentlich vorgelegt in der ersten Runde. Ich wollte gerade sagen, weiblich gegen männlich heißt es jetzt hier in dieser Runde, aber ja. Ja. Ist irgendwie weiblich gegen geschlechtsneutral. Ach, das Spiel kennen wir schon. Weiblich gegen divers, wie es ausschaut. Also Shy Guy, naja, könnte unter Umständen männlich sein, aber also Buhu kann man schon mal nicht feststellen, was das für ein Geschlecht ist, und Shy Guy irgendwie auch nicht. Also, naja. Also ist keine typische Männer gegen Frauen Nummer. Und Shy Guy, was machst du da? Ich bin hier die ganze Zeit am Auftürmen. Und Shy Guy macht recht wenig. Na komm. Okay, ich habe keinen Stoff mehr. Aber wir haben deutlich höher gemacht. Ja, easy. Gewonnen. Das läuft ja schon spitze zu Anfang. Na mega. Neuer Rekord und gewonnen. Nice. So darf das wieder weitergehen. Da lief die erste Runde ja schon mal spitzenmäßig. Und wir führen großartig nach dem Verlust der letzten Runde, nach dem letzten Part, muss das ja jetzt mal gut laufen. Peach ist Mr. Low. Ja, das ist eher ein Anhänger für das gegnerische Team. Es sei denn, mein Partner macht es da irgendwas Böses. Entholt sich die Peach. Aber ja, generell eher was für das gegnerische Team. 7, 9. Nice. Nein, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück. Was machst du denn, Buhu? So, ein Schritt. So, dann vielleicht mal hier rüber, oder nicht? Ich würde hier gleich mal versuchen, rüber zu kommen. Nein, 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 nein. So, hier hoch. Das wäre doch mein Versuch. Machen wir es so, oder? Ja, am Stern vorbei. Ach du Schande, am Stern vorbei. Kacke. Stimmt ja, so war das. Und er geht hoffentlich... Ach, verdammt. Och, nö. Ich bin so dämlich. Ich dachte, ich lande auf dem Feld und sag, och, nö. Och, nein. 3. Jetzt holt sich Team Rosalina natürlich den Stern. Ach, ich hab's vermasselt. Ich dachte, ich ging davon aus, dass man auf dem... dass man nicht darauf landen muss. Es war mir nicht ganz klar. Ach Mann. Jetzt bin ich zu weit abgehauen. Ach nee, das war doch dämlich. Okay, Peach dazu geholt. Ja, hui, da müssen wir in der nächsten Runde mal hier absahnen. Ja. Ich hoffe, Shy Guy ist entlinkt genug. Da habe ich mich gerade fast verstuckt in meiner eigenen Spucke. Aha. Memory. Oder sowas in der Art. Ja. Verstehe. Da müssen wir uns aber jetzt besser anstellen. Die nächste Runde. Musst du erstmal das Minispiel gewinnen. So. Das vorgegebene Duo finden. Hier. Hier, hier, hier. Okay. Shy Guy war ein bisschen spät. Und wir haben es, glaube ich, geschafft, ja. Hier, das da oben. Ja, das sieht doch gut aus. Na komm, Shy Guy. Sehr gut. Team Rosalina kriegt es nicht so wirklich hin. So. Das ist mit der... Das sieht doch gut aus, oder? Ja, hier oben. Ja, hier oben. Ja, das wäre auch gegangen, da unten gibt wohl mehrere, aber ja, Shy Guy hatte wahrscheinlich schon recht eingeloggt, aber ja, gewonnen. 3:0 oder 2:0 jetzt, das zweite Minispiel gewonnen. Jau. Und weiter geht's. Noch führen wir. Noch. Die Betonung liegt bei noch. Ja gut, Runde 3. Schauen wir mal, was wir in Runde 3 so alles machen können. Kamek verzaubert das Spielfeld.
Okay, Pechfelder drin gezaubert. Ja, deine Pechfelder. Kannst du dir sonst wohin stecken? Sorry. Keine schlimmen Worte. So. Ist ein kinderfreundliches Spiel. 5. Naja, immerhin. 9 für jeden. Da kann ich ja mal in meinen Weg zurückgehen. Zurück kann ich nicht, oder was? Ach, Mensch. Sag doch sowas nicht. Ja, Scheige kommt aufs Feld. Macht gut, was ich versaut habe. Was mache ich da gerade? Ich hole mir den Waluigi. Immerhin. Ich kann scheinbar wirklich nicht zurück. So, neues Teammate. Waluigi. So gerissen wie ich. Es ist niemand. Das wirst du schon noch sehen. Du bist jetzt mit Waluigi verbündet. Sehr nice. So, Scheigei. Mach dein Bestes. So, wenigstens einen Stern. Wir hätten zwei kriegen können, wenn wir gleichzeitig drauf gelandet wären. Aber gut, das habe ich ja verkackt. Meine Schuld. Kann ich nicht den Komm dafür verantwortlich machen. Aber gut, wir führen einen Stern. Und mal schauen, wo die Toadette jetzt als nächstes hinfliegt. Wo sie sich als nächstes hinbegibt. Vielleicht bin ich da schon ganz in der Nähe. Na. So, der nächste Stern wird platziert. Da drüben. Ach so, ja, da bin ich genau an der falschen Stelle. Da ist Team Rosalina vielleicht am ehesten dran. Oder mein Kumpane. Der Scheigei. Naja. Wir haben dann immer noch die meisten Münzen. Ein 6er Pasch. Oder was? Nein. Oh. 6-4. Da gibt es noch 12 dazu. Ne, 2 dazu. 12. Okay, die kommen dem Ganzen schon ziemlich nah. Ich bin da ziemlich weit entfernt. Naja. Mal schauen, wie nah Scheigei dem Ganzen kommt. So, Daisy. Oh, eine Bombe. Wir haben Bomben hinter dran. Na, wenn das mal nicht explosiv wird für Team Rosalina. Herz am rechten Fleck. Na, das wäre ziemlich schlecht. Aufgabe in die Richtung blicken. Ah, okay. Ach so, mit den... Ah, so, verstehe. Mit den Tasten. Ach so, da wo das Herz ist, oder was? Das Herz ist da unten. Ah, verstehe. Ein lustiges Spiel. Kann man mal machen. Na, Herz suchen. Wo ist das Herz? Da ist das Herz. Unten. Links. Jetzt das Herz wirklich am rechten Fleck. So, und oben. Jo. Huh. Scheige, was machst du denn da? So, ich bin wirklich gut dran. Wer als erstes rät, der kriegt's. Au, da bist du verkackt. Rechts. 40, 11, 8, 8. Oh Mann, Scheige. Naja, Team Rosalina hat's auch verkackt. Und zurück geht's auf die Map. So, Team Buhu führt uns weiterhin. Na, sehr gut. Schergen, Bowser's Schergen gegen Prinzessinnen. Du kannst jetzt auch einen anderen Würfel verwenden. Ja, ich könnte jetzt den Waluigi-Würfel verwenden, aber... Nee, danke, ich nehme den hier. Der hat mir bisher Glück gebracht. Bisher. Gibt's auch minus 2 Münzen. Felder drauf. Jo, 5 und 6 macht 11. Und ein 1 dazu macht 12 für mich. Oh, ach man. Mein Joy-Con spielt folgt. Den falschen Joy-Con gewählt. Na komm, 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 na komm. Verzeihung. Naja, ist ja schon die richtige Richtung, wo ich hin will. Prinzipiell nicht falsch.
Ja, so können wir es machen, oder? Ja, lassen wir da recht umtrümpfen. Was ist denn mal heute los mit mir? Oh, da hätte ich goldene Spitzhacke holen können. Habe ich nicht ganz gesehen. Oh, Glücksfeld. Ist da drauf gelandet. Ein Trubepilz. Na super. Danke, Scheigeil. Na, hast du mega gemacht. Team Rosalina holt sich den nächsten Stern. Aber sowas von. Aber die Münzen sind für uns noch im Vorteil. Und ich bin wahrscheinlich da auch in der Nähe vom nächsten. Habe ich schon beim letzten Mal gesagt, aber ja. Minus eins. Ach, das macht die Bombe. Ein Goomba mit dem Team. Ach nee, der gehört bei uns mit rein. So Mist. So ein Stern für Team Rosalina. Naja, sei ihnen gegönnt. Noch nie hier vorne. Wir haben die meisten Münzen. Dadurch, dass die jetzt auch verlieren. Die bezahlen für den Stern. Ja, von mir aus. Kann man den auch mal gönnen. Team Bubu weiterhin auf Platz 1. Team Rosalina macht's Druck. Na ja. Ein bisschen Druck schadet nie. Aber ja, ja, minimal Druck. Wusste ich's. Kommt direkt zu mir. Ja, komm direkt zu mir rüber. Nice, hier direkt vorm Treppchen. Ich bin direkt vor ihr. Darf jetzt nur keine zu hohe Zahl würfeln, weil sonst muss ich im Kreis laufen. Ein nächstes Minispiel. Jo. Die Runden vergehen hier schnell. Ballon hat's. Team-Minispiel. Team-Minispiel. Ballon hat's. Okay. Bewegen und zuschlagen. Ach so. Verstehe. Wie bei Mario Kart. Es gab's tatsächlich so ein Spiel. Ballon hat's. Hieß, glaube ich, auch so ähnlich. Na komm, na komm. Ach so, ich bin der hier. War mir nicht ganz bewusst, dass ich der Bubu bin. Aber ich habe es gewonnen. Ich dachte die ganze Zeit, ich spiele scheißegal. Während dieses Minispiels. Ja. Kann ja mal verwechseln. So, auf geht's. In die nächste Runde. Unverändert. Erster Platz. Das soll auch so bleiben. Runde 5. Holen wir uns mal die nächsten Sterne. Items haben wir eins mit dabei. Ja. Ich wähle einen Turbopilz. Naja, das ist eher schlecht, aber gut, dann laufen wir halt im Kreis. Habe ich nicht bedacht. So, Würfel was Gutes. Keine minus 2 Münzen. Können wir jetzt nicht gebrauchen. Ach, verdammt. Da sagt das schon. Immerhin. 11 Schritte. Da hat der Turbopilz gar nicht viel gemacht. So, ab zum Stern. Gut schauen, was wir da auf den Stern kommen. Okay, das wird nichts. Da müssen wir vorher noch eine Runde machen. So, hier. Oha. Ich merke schon, das wird hier ziemlich knifflig. Ich hoffe, ich habe genug Zeit, um zu wählen. So. Die Schritte verbrauchen und dann rechtzeitig auf den Knopf kommen. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Schritt ich gegangen bin. Erneut. Okay. Kann ich da wieder hoch? Nein, kann ich nicht. Ist eine knifflige Sache. Ich versuche mal Folgendes. So, hier im... Nein, so nicht. So halt hier. Das wird wirklich eng.
so geht's. Nice. Das ist aber ein bisschen rumgeeiert. Ja. Aber wir haben es geschafft. So. Sternfeld. War ein bisschen rumgerätselt. Ja. Holen wir uns den nächsten Stern. Zweiter Stern. Sehr nice. Und immer noch genug Münzen, um zu führen. Sehr toll. Stern Nummer 2. Team Bubu führt weiterhin. Eine Glückssträhne für uns. Genug Münzen durch Minispiele gesammelt, dass wir weiterhin führen können, auch wenn die jetzt noch sich den nächsten Stern holen. Scheige kommt zu mir. Besonders eigenes. Naja, besonders. Der Bob-Omb. Ich wollte gerade Buhu sagen, Buhu bin ich selbst. So, wo fliegt Toadette hin mit ihrem nächsten Stern? Ach, da drüben hin, wurde schon markiert. Da komme ich hin. Vielleicht kommt Scheiger in netter Weise mal zu mir. Wir haben uns getrennt. Dann gönnen wir den mal diesmal nicht, den nächsten Stern. Komm, würfelt was Geringes, damit wir unseren dritten Stern holen können. Ich bin schon ganz in der Nähe. Pasch-Bonus. Ach du Schande. Na, das sind aber viele Würfel. 9 und 6. Na. Nein, schaffen sie nicht ganz. Super. Oh, goldene Spitzhacke. Gold freilegen. Mhm. Itemfeld. Na, was ist das? Eine Warpbox teleportiert dich in die Nähe des Teampartners. Ja, gut. Und was das bringen soll. Wenn du einen schlechten Teampartner hast, dann ist das natürlich ein... Tja. Dementsprechend schlecht. Ein giebige Ernte. Ah, okay. Mist, jetzt stehe ich unten drunter. Jetzt muss ich alles einsammeln, was die übrig lässt. Das ist blöd. Naja. Stehe ich unter Daisy. Ja. Scheiger steht über Rosalina. Hoffe ich, dass er gute Arbeit leistet. Muss mich anstrengen beim Auffangen. Nichts übrig lassen, noch weiterhin. Alles auffangen. Muss umso besser sein. Hoffen, dass sie mir nicht alles wegkauft. Ja. Das ist natürlich fies. Wenn man oben steht, kann man da natürlich dem unteren dementsprechend einiges abgreifen. Aber ich glaube, wir sind schon gut am Führen. Ja, 94 zu 86. Nice. Team Rot gewinnt. Team Buhu. Sehr nice. Einklatschen. Die zwei Klänen. Muss das. Da war die ganze Zeit ein Fleck auf dem Display. Habe ich gerade übersehen. So, ein paar Münzchen. Und wir führen weiterhin. Runde 6. Wie viele Runden machen wir? Runde 6 von 10. Ah, okay. Da sind wir schon über die Hälfte drüber. Alles klar. Jo, 5, 6 macht 11. Und noch eine 1 dazu von Waluigi. Naja. So, da der... Der Joy-Con schon wieder was für mich bestimmt, was gar nicht haben will. So. Wo ist der Stern? Da drüben ist der Stern. Da muss ich wieder ein bisschen tricksen. Na. Na. Okay, einen habe ich noch übrig. Dann muss ich so machen. Muss wieder ein bisschen gucken, wo ich hinlaufe. Ja, komm, na, nein, 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 nein. Machen wir es mal so hier. Das wird nichts. Naja, was? Mein Joy-Con spielt auch ein bisschen verrückt. Wird wieder eine knifflige Sache.
Nee, das wird wieder nichts. Das wird eine knifflige Angelegenheit hier. Kann ich einen übrig lassen oder? Kann ich nicht. Das ist aber Blödsinn. Warte, vielleicht kann ich hier vorher noch eine, bevor ich hier hochgehe, noch einen sparen. Na komm. Muss ich ein bisschen taktikisieren. Dauert ein bisschen länger, wenn mein Joy-Con hier ein bisschen rumspielt. Okay, wieder nicht. Was denn? Hier drauf, so drauf, so drauf. Das will irgendwie nicht gehen, oder? Das will einfach nicht gelingen. Na komm, irgendwie lässt sich doch durch einen Bogen, muss das sich doch machen lassen. Taktisch. Ein Feld zu früh. Ja, sorry, dass ich hier ein bisschen takte, aber... Nein, erneut. So, das muss doch reichen jetzt, Vorsprung. Was zum... Das ist hier wirklich, ihr seht es ja selbst. Und noch ein Felsen mitnehmen. Na. Was soll denn der Mist hier? Nein. Erneut. Ja, das zieht sich jetzt hier nur in die Länge. Ich weiß, das ist jetzt unnötig. Das will nichts werden. Wie ich es versuche und wie ich es mache. Nennt hier ein Feld vorher oder ein Feld nachher. Ach Schreck. Drei Felder hätte ich jetzt hier noch. Ach je, es reicht nicht, es genügt nicht. Na gut, wir müssen auch irgendwann mal vorankommen. Dann war jetzt direkt davor. Ist blöd, aber nur so. Oh, zum Glück. Hier nichts weggemacht. Na, Shy Guy, kriegst du es noch hin? Nein, kriegt er nicht. Team Rosalina. Ja, ich taktiere hier zu oft. Ich taktiere zu lange. So. Mach da hin. So, 11-8. So, mal schauen, wie die da hinkommen. Sie sind, glaube ich, noch nicht am Ziel. Oder doch? Scheint nicht so. Oh, exploded. Und eine neue Bombe für Team Rosalina. Jau. Oh oh. Explosion. Das bringt aber, glaube ich, recht wenig. Das sieht nur hübsch aus. Oder sieht nur schlecht aus. Je nachdem, für aus welcher Perspektive. Die Faust im Nacken.